Leipziger Straße. In diesem Neubaugebiet wurde die Reinhold-Thun-Oberschule gebaut und die trägt ihren Namen eben nach dem Genossen Reinhold Thun, nach dem Unteroffizier, der dort 1962 an der Staatsgrenze ermordet wurde, als er eben seinen Dienst dort versah. Und das ist eben eine Tradition auch der Pionierorganisation und der FDJ-Organisation, dort eben diese Gedenkstätte zu pflegen, damit jeder Vorüberkommende eben auch weiß, hier ist ein Genosse, hat seinen Dienst versehen, dessen Leben man sich auch zum Vorbild nehmen kann. August. Ja, ich glaube, als wesentlichen Tag in der Geschichte könnte man den 13. August 1961 nennen. An diesem Tag haben wir eben endlich Schluss gesagt und unsere Staatsgrenze gesichert. Und ich glaube, wir können auch mit Recht sagen, dass diese Staatsgrenze auch in Zukunft weiter gesichert bleibt. Wir wissen ja, von damals her wurde viel Spionage betrieben, alles mögliche. Es ist natürlich klar, dass wir unseren Staat sichern müssen. Und wenn es nicht anders geht, dann müssen wir eben eine Grenze ziehen. Wobei es natürlich in Berlin ganz akut ist. Hier treffen wir nicht nur zwei Staaten aufeinander, hier treffen wir auch zwei Gesellschaftsordnungen aufeinander. Wir wissen alle, dass die Unteroffiziere alle mal an der Grenze gestanden haben. Die Grenze muss sein,